Herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Mein Name ist Mr. Firewolf und wir haben ja in Part Nummer 4 die weiteren zwei Leute gefunden, die vermisst wurden. Und wir suchen jetzt hier die Vermissten dieses Ödfelds, bevor wir abreisen. Denn das ist uns sehr wichtig, dass die gewissen Leute auch noch mitkommen. Wir haben hier Halmera. Halmera hat eine Quest für mich. Na dann, lass hören. Mein Mann Gailund ging gestern Morgen fischen. Er kam nicht zurück. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist er auch weg. Ja, da hast du schlechten Tag erwischt, ne? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe Rexus zuletzt an unserer Sägemühle gesehen, gleich nördlich von hier. Nehmt diese Pfeife mit und benutzt sie dort. Ich warte hier, falls er nach Hause kommt. Gut, dann suche ich nach deinem Hund und deinem Ehemann, wenn ich kann. Ja. So. Benutzt die Hundepfeife. Verloren auf Ödfels. Hier haben wir noch einen Judestrauß, den wir mitnehmen. Würmer nehmen. So, okay. Benutzt die Hundepfeife. Reiche Rexus, wo ist der? Ach ja. Rexus spricht unter eurer Hand hin und springt unter eurer Hand hin und her. Anscheinend möchte er, dass er ihm folgt. Ich soll daraus hin, wohin er will. Na dann. Zeig mir mal, Junge, wo es hingeht. Wo führst du mich hin? Ja. Okay, die Frau hat ja gesagt, die waren ja angeln gewesen gestern. Und der Mann kam ja nicht zurück. So, es ist die Frage. Was haben wir? Wermut? Oh. Sprich mit Gailund. Kühne sei Dank. Mein Boot ist in einem Sturm vor der Küste gesunken. Es war unnatürlich. Ich sah Farben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich trieb stundenlang auf einer Planke. Ich dachte, ich wäre tot. Ach komm, hab dich nicht so. Los. Gib mir nur einen Augenblick und ich gehe zurück nach Hause. Ich stütze mich auf Rexus, wenn ich nicht mehr kann. Halmera ist sicher schon krank vor Sorge. Ich danke euch. So, haben wir angenommen. Und eine neue Stufe erreicht. Stufe 6. Fertigkeiten. Nehmen wir jetzt Chica. Zorn der Morgenröte könnte man machen. Oder Bündnisstrahlen. Erhöht die Wirkdauer von Sonnenfeuer, Eclipse oder Nova. Jawohl, nehmen wir mit. Gut. Inventar haben wir. Material war bloß der Jutta-Faser. So, alles klar. So. Wie sieht es hier noch aus auf der Karte? Wir sind hier unten. Was haben wir denn hier? Der Gefährtenfels. Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas zu anschauen. Mal gucken, was das hier ist. Oh. Entdeckt. Rucksack. Mübeden und Rezept Goldlager. In den Sack haben wir Bittergrün. Koch ist nicht. Hier kann man sogar. Ja, kann man fischen, wenn man will. Was gibt es denn hier hinten noch? Nicht, ne? Nee. Okay, das hätten wir. So, jetzt frage ich mich, es gibt's. Da oben wäre noch was. Hier ist ja die. Hier ist der Himmelsschleier-Hügelgrab. Ja.
findet die vermissten Einheimischen. Ja, dann gucken wir mal hier. Und hopp. Naja, mal gucken, ob wir da noch irgendwo ein paar Questen finden. Darf man jetzt hier hoch? So, Hauptmann Rana, könnten wir jetzt sprechen. Und auf Wiedersehen. Und Wiedersehen. Was hast du? Rohlederfetzen, Stückchen des Lebens, Jutta-Scherbe. Okay, nehmen wir mit. Den Rest kannst du gerne behalten. Einmal Eisenerz. Wobei der gleich hüpft. Drei Stück gleich wieder mit. Hier haben wir noch Ahorn. Nehmen wir auch gleich noch mit. Ja, jetzt haben wir hier die Frau. Ein Meerer. Unsere Familie ist wieder vereint. Okay, gut. Sonst gibt es hier weiter nichts. Okay, wir gehen mal jetzt hier weiter. Vielleicht kriegt man noch irgendwas hier raus, wo wir hier nach Richtung Westen gehen. Ist noch ein Fockelkäfer. Frostgrad-Verschanzer. Okay. Dann los. Banditen-Notiz. Ich muss ein paar ansässige Banditen aufhalten. Ich werde ihre Vorräte verbinden und Gefangene befreien. Okay. Rette die Gefangenen aus dem Frostgarten da. Ah, okay. Verbrenne die Vorräte. Frostigem Grat. Ahorn des Frostes, nehmen wir gleich mal mit. So, wir sollen jetzt die Vorräte verbrennen. Ein bisschen höher, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da lang. Laufen wir einfach vorbei. Tüdelü, tüdelü. Hast du mich nicht gesehen? Wiedersehen. So, wir sollen da jetzt hinrennen unbedingt. Mit einem Hieb wird Fleisch bekommen. Wunderbar. So, unten haben wir noch eine Rune. Die nehmen wir nochmal mit. Gut, ne, das ist... Die wollte ich ja nicht stehlen. Aber den Runen. Jetzt sieht das Geld aus. Ne? Materialien. War was? Das ja kann weg. Steht das Breton verwendet. Klares Wasser. Nutzgegenstand ist das. Hauptwaffe haben wir jetzt hier. Nehmen wir den raus. So. So, bis noch ein Stück weiter. Hier haben wir noch Eisenerz, ne? Ja, wunderbar, nehmen wir gleich mit. So, ja. Fahren wir hier hoch. Holen wir uns mal schnell noch das da oben. So, mal gucken. Vorräte immer noch höher. Was gibt's hier? Was? Haben wir auch Honig? Honig? Und
auf Wiedersehen. So. Aho nehmen wir noch mit. Gut, das hat man. Frostgradlager. Ach, das sind die, die wir vorhin gebaut, das Lager infiltrieren mussten. Um daraus mehr zu kriegen. Schanzerin. Nein, komm hoch. Okay, der ist auch weg. Was ist das hier? A Clay? Will für uns die Sonne mitnehmen? Wiedersehen. Ein bisschen Gold. Nee. Achso, verbrennen. Befreit die Geiseln. Okay. Gold mitnehmen. Jetzt haben wir das. Gingo. Nur noch Gingo. Weizen wollen wir nicht mitnehmen. Ich will die Geister befallen. Wo sind denn die? Ah, hier. Einer bloß? Dann nehmen wir nochmal hier weg. Was hast du? Auch nur Gold. Björnolf, lass mal hören. Ihr seid keiner der Banditen. Helft mir. Was haben sie denn euch angetan? Sie haben mich im Wald erwischt. Wir haben Feuerholz gesammelt. Dedring, mein Bruder, hat versucht, sich zu wehren. Sie haben ihm den Schädel mit einer Axt gespalten. Ich dachte, ich sei ein toter Mann, bis ihr kamt. Bei Shaws Knochen. Danke. Ich würde am liebsten jeden einzelnen dieser Banditen töten, aber ich bin kein Kämpfer. Zum Glück seid ihr es. Tötet ein paar für Dedring. Ich gebe euch einen aus, wenn wir wieder im Dorf sind. Gut. Abgeschossen auf frostigen Grat. Gut, wir hatten den jetzt auch befreit. Nehmen wir nochmal Ahorn zum Zerhacken. Oh, hallo. Eisenachs nehmen wir auch nochmal mit. Gibt es ja sonst wieder nicht, ne, oder? Also da unten Eisenerz. Nur Eisenerz mit. Jetzt noch ein bisschen Eisenerz mit. Hier ist zum Beispiel eine der Stelle zum Angeln. So, laufen wir doch mal hier lang. Gucken, ob wir noch was finden. Hier haben wir noch ein Reh. Da haben wir noch Runen. Okay, die kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen, Runen, aber hier unten haben wir noch ein bisschen Eisenerz. Das nehmen wir uns schön mit. Eisenerz, das kann man gut gebrauchen. Reculus-Sammler. Mhm. Okay, das ist ein Wolf. Muss es da noch irgendwas sein? Schlammkrabbe? Irgendwas muss doch hier noch geben. Ja, ich weiß, hier kann man fischen. Möchte ich aber nicht. Laufen wir doch mal ein bisschen um den Zerrum. Wie haben wir zum Mann jetzt? Naja. Störscheinfischlager. Und bauen wir hier Gefährdenfelsen. Ob es hier nach oben was gibt? Wir benutzen mal schnell Teleporterei. Und teleportieren uns.
Also, kann man hier was... Ah, hier ist jetzt eine Kammer. Machen wir mal hier hoch. Hier haben wir noch Eisenerz, das nehmen wir noch gerne mit. Je mehr, umso besser. So, da oben mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Die Gegend scheint mir noch nicht so bekannt zu sein. Wieder so. So, wie sieht es jetzt hier aus? Jägerlager. Okay, also sind wir doch noch nicht hier gewesen. Ja, das sind noch zwei unentdeckte Orte. Ah, nochmal Eisenerz. Wunderbar. Eisenerz mit Jägerlager. Oh. Frostspinne. Was bist du? Stoff des Lebens. Panzer. Granat. Zauberkosten, okay. Nutzgegenstände. Erstmal mal Tomatensüppchen. Stinkmosche, Wildfleisch, Speisen, Getränke, Eulosminze, Honig, Hefe, geschiffenes. Dekobox, nicht. Was haben wir hier noch? Steht das Beton, müssen wir mal wegnehmen. Steht das auch arbeiten? Ja, okay. Panzerring, nur mit Panzer. Nein. Gut, Inventar. Hier unten linker Hand, Granaren. Verringert die Magikosten. Zauber von 167. Erhöht maximal Ausdauer um 800. Und angelegt. Da haben wir noch eine Frage. Also müssen die Frostspinnen hier weg. Ich noch mal. Komm schon. Schächen des Lebens und Panzerboss, okay. Hier hat man noch jemanden. Nibura Nato. Okay, kann man hier was? Wir müssen uns mal den Lager durchsuchen. Okay, anscheinend nicht. Sprich mit mir. Gepriesen sei Sithis, ein Reisender. Bitte, die Kälte des Gifts übermannt mich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Na, erzähl, was hast du denn auf dem Herzen? Ich zog mit drei meiner Kameraden aus der Kriegergilde hier hinaus. Wir haben Gerüchte über gefährliche Kreaturen in den Höhlen gehört. Dann haben wir Spinnen gefunden. Argonier sind resistent gegen Gift. Das ist der einzige Grund, warum ich entkommen konnte. Nate, wo soll deine Hilfe bei dir liegen? Rettet meine Kameraden. Sie sind sicher schon von den Spinnen in Kokons versponnen. Findet Tethys näher und jagt im Schatten und befreit sie. Okay, ich tue, was ich kann. Ihr solltet es schaffen, sie hier rauszuholen, bevor sie von den Spinnen gefressen werden. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich hätte auf die Gildenmeisterin hören sollen. Na, was erzähl? Wir sind es gewohnt, Aufträge anzunehmen, wie sie reinkommen. Wir suchen uns unsere Aufgaben selbst aus. Gildenmeisterin jedoch, sie wollte, dass wir Jagd auf Daedra machen. Hätten wir doch nur unsere Befehle befolgt. Okay, wir müssen jetzt die drei Leute finden. Jagd im Schatten. Rettet Nia, das könnten wir hier gleich machen. Hier haben wir nochmal Eisenerz, nehmen wir nochmal mit. Regulus. So, wir gehen jetzt hier mal rein. Aha. Okay, Kokon zerstören. Rettet Nier. Ja, kein Problem. Gibt's hier irgendwas? Nein, okay. So, jetzt die nächsten neuen. Ne, das ist evakuieren. Ach, der ist hier oben.
des Lebens mit und wir holen dich da raus, aber vorher hol ich mal das Eisenerz. So, Eisenerz und ich hol mal jetzt raus. Bitteschön. Nehmt meine Dankbarkeit an. Ja, hier haben wir nochmal Eisenerz. Okay, so, jetzt holen wir den letzten noch. Jagd im Schatten müssen wir jetzt holen. Alles klar, der ist da unten. Gucken. Ja, komm. Spinnenei. Von ihrer Beute holt sie sich anscheinend die Energie wieder zurück, die sie braucht. Wir haben Eisenerz wieder. Gehen wir mit. So. Okay, das müsste der letzte sein. Jetzt mit Buranatu wieder quatschen. Ja, bitteschön, kein Thema. Meine Kameraden sind zurückgekommen. Ich zeige die Schuppen der Dankbarkeit. Ihr seid der Held des Tages. Mögen eure Schuppen immer feucht bleiben. Oh, nur nebenbei, wir kehren nicht ins Dorf zurück. Wir haben unser eigenes Boot und wir verlassen diesen verfluchten Felsen. Falls ihr je in Davons Wacht seid, solltet ihr der Gilde beitreten. Ich würde ein gutes Wort für euch einlegen. So, wir haben das jetzt abgeschlossen. Ich musste jetzt kurz stumm machen, da ich da nicht reden konnte. Und würde jetzt gerne hier fliehen. Von euch widerlichen Spinnen. Held des Ödfelds haben wir freigeschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part, wenn wir die Insel verlassen von Ödfelds, um Neujahr zu erkunden.